Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei Tenchu 2. Ich mache direkt weiter, also ich habe Aufnahmetaste Ende gedrückt und jetzt wieder Aufnahmetaste. Heißt, ja, wir machen jetzt bei einem Quarantänedorf weiter. Wir sollen das neutralisieren. Und genau, Kagami war abgefuckt, dass Rikimaru ihre ganzen Verstecke auffindet und die plündert sozusagen. Soll ich das mal benutzen? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal aus. Ich probiere das mal aus. Ich will das mal demonstrieren. So. Ich würde sagen, wir machen hier direkt weiter. Genau. Ja, das Level, das kennen wir wenigstens, ne? Nein! Alter! Was? Wo? Was? Ach, schon wieder diese blauen, ey. Ich will endlich mal ein Item. Ah, zwei Gegner. Ich mach mal das. Toll. Das hat jetzt was gebracht? Gar nichts. Okay. Ach, da ist noch ein Unschuldiger. Okay. Ist noch ein Unschuldiger, ja. So, komm schon. Wer hat mich da entdeckt? Ich war hinter dem. Hä? Hallo? Wer hat mich da entdeckt? War das der Unschuldige, der mich da entdeckt hat, oder wie? Ey. Oh! Oh, ey. Nee, ich würde sagen, das ist wieder jetzt ein Start, der ist suboptimal gewesen. es tut mir leid, aber das muss ich doch definitiv nochmal neu starten. Und ja. Weil wir haben gesehen, die Blätter bringen nichts. Das ist doch auch schon mal ein Erfolg. Und genau. Ja. Weil normalerweise mache ich das nicht, aber wenn der Part schon wirklich so anfängt, wenn ich hinter einem Gegner stehe und ich werde entdeckt, das ist verbuggte Spielmechanik, glaube ich, ey. Ah, hier, die habe ich halt auch, ne? Ja, aber nee, brauche ich nicht. Schlafgas könnte ich mal verwenden, theoretisch, ja, für Endgegner. Na gut. Probieren wir das nochmal. Aber ich glaube, jetzt halt mit ein bisschen mehr Vorsicht. Hier ist niemand. Mensch. So. Diesmal kümmere ich mich erst um den hier. Statt um den da. So. So, komm, dann. Wirklich. Was ich, wie gesagt, ein bisschen schade finde bei dem Spiel, ist halt, dass es hier wirklich keine Musik gibt oder so. Das hätten sie noch einbauen können, finde ich. Aber ich glaube, das ist in den anderen Tenchu-Teilen besser gemacht, hä? So, jetzt vorsichtig, ey. Da ist der nächste Gegner. So. Der geht nach rechts. Hallo? Ah ja, okay. Er hat die Leiche entdeckt. Ja, er hat die Leiche entdeckt. Aber wenn... Oh, ich berühre den ja schon fast. Wenn er sich beruhigt, ist er fertig. So. Zack. Genau, so. Weg mit dir. Oh. Oh, genau. Död. Oh, hoffentlich gibt es hier mal eine Itembox, ey. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das Level ist sehr still, ja, ich merke das schon. Die Ambient-Sounds sind nur sehr punktuell. So, das da unten ist auch ein Unschuldiger, oder was, ne? Ja, das ist ein Unschuldiger. Ja, und genau, dann suche ich mal weiter hier die Itembox, wenn es hier überhaupt eine gibt. Ich hoffe mal, dass es wenigstens hier jetzt eine Itembox gibt. Das kann doch nicht sein. Hä? Was war das denn da hinten? Hallo? Ach, das war nur ein Baum. Okay, shit. Ne, hier gibt's nichts. Das ist blöd. Richtig blöd. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ah. Nein! Alter! Hä? Hau doch ab! Ich gehe wieder auf einen zu, oder was? Oh mein Gott! Alter!
Was machst du denn? Oh, erschreck mich doch nicht so. Mensch. Ja, es ist aber kein Wunder, dass es hier keine Ninjas gibt, keine Items gibt, ne? Ich meine, die Ninjas, die waren ja vom brennenden Morgen. Diese Neogetsus, ne? Ah, da! Da! Ich hab den Schatten gesehen. Niemand! Wo noch? Da! Oh, okay. Zwei Gegner. Dann auch noch zwei Bogenschützen mit einer übertriebenen Sichtweite. Da ist noch einer! Oh mein Gott! Hör auf mit dem Move! Hör auf mit dem... Ah, das ist doch... Das ist doch... Mann! Nein! Das ist doch wieder so eine Scheiße! Nur weil der diese Moves macht! Ja! Boah, ich leide hier richtig mit Tatsumaru, ey. Oh. Jetzt wurde ich zweimal entdeckt. Ja, scheiße. Das war's schon wieder mit Großmeister, ey. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt verarscht mich dieses Spiel hier schon wieder. Ich kann diese Cutscenes, diese Move-Cutscenes nicht abbrechen. Und das führt dann dazu, dass ich hier zweimal entdeckt werde. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ehrlich. Das kann's doch nicht sein. Ich glaube, da werdet ihr mir auch zustimmen, dass das doch absolut unfair ist. Jetzt mal ehrlich. Das ist einfach nur unfair gewesen von dem Spiel. Wenn man diese Move-Cutscenes nicht abbrechen kann. Da kommt der nächste. Shuriken. Guck mal. Guck mal da hinten hin. Hä? Ey, ich hab den da hinten hingeschmissen. Ey, schon wieder. Schon wieder so eine Verarsche hier. Ich hab den doch klar rechts dran vorbeigeschmissen. Schon wieder so eine Verarsche. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich will die Statistik auch nicht sehen, ey. So, jetzt schau da hin. Oh, jetzt, ich hab den getroffen eben. Obwohl ich... Hä? Oh, ey. 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 Das ist doch nicht wahr. Das ist doch... Ey. Das... Ey. Das ist unerhört. Das ist unerhört. Es tut mir leid, wenn ich so abgefuckt bin, aber das ist unfair. Jetzt stehen die Schreck gegenüber, okay? Das ist unfair! Das ist so unfair! Boah! Das ist so unfair! Ja, jetzt hat er die Leiche entdeckt. Das ist aber gut. Weil wenn er sich beruhigt, ist er tot, ja. Okay. Aber das ist doch mal... Ey. Wie soll man hier Großmeister schaffen? Wie soll das gehen? Das war nur der Typ, der in das Wasser gefallen ist, ne? Wie soll man das machen hier? Ja, jetzt mal ehrlich. Wenn alle möglichen Spiele-Bugs gegen einen sind, ja? Es gibt keine positiven Bugs hier. Ich weiß nicht, ob das meine eigene Blödheit ist, aber ich glaube, das ist einfach sehr viel Spielmechanik. Sehr viel verbuggte Spielmechanik gewesen gerade. Ich habe den Shuriken rechts neben den geschmissen und treff den. Dann entdeckt mich einer, obwohl ich... Granate! Granate gefunden! Ja, immerhin! Immerhin! Wo war die denn? Die war hier hinter dem Dings, okay. Ah, immerhin habe ich die Itembox mal gefunden, ey. Das war hier so versteckt. Guckt mal, das war hier hinter dem Ding da. Okay. Nee, das eine Mal habe ich einen Shuriken rechts daneben geschmissen und das trifft den Gegner. Das andere Mal hat er mich entdeckt, obwohl...
Obwohl ich hinter dem stand. Ey. Ey, das gibt's nicht, ne? Ja, das ist der nächste. Drei Stück, ey. Nee, dann war das halt mit dem anderen, der mich entdeckt hat, obwohl ich hinter dem stand. Und dann war es noch einmal, wo ich die Killcam nicht abbrechen konnte. Das ist doch so eine Scheiße, wirklich. Wie soll man das machen, wenn einem solche Bugs passieren hier? Jetzt mal ehrlich. Aber immerhin die Bombe gefunden. Das ist gut, ey. Die Granate. Yes, Alter. Immerhin das. Immerhin mein Item gefunden hier. Jetzt brauche ich nur noch die Rauchbombe, dann bin ich glücklich. Bei Rauchbombe, Granate finde ich so must have. Ah. Genau. Gehen wir mal weiter. Ah, hier ist der Whirlpool, ne? Ja, genau. Ah, okay. Ein Unschuldiger. Das ist ein Kranker. Aber so wie viele verschiedene Unschuldige gibt es hier? Da haben wir diese Rucksacktypen eben gesehen. Dann sehen wir jetzt diese Kranken da. Was gibt's dann? Was gibt's hier noch? Ja gut. Jetzt muss ich mich ja hier um nichts mehr kümmern. Jetzt muss ich ja nur noch alle Gegner killen quasi, ne? Um noch ein bisschen was auszugleichen, aber ich glaube, das ist schon scheiße genug. Gibt's hier irgendwas? Nö, glaub nicht, ne? Ne, hier ist nix. Alles klar. Zack, da hat einer sein Schwert eingepackt. So. Ah! Ah ja, okay. Ein Kranker. Okay. Hier ist der Wald. Da ist das Wasser, aber da will ich nicht rein. Lieber nicht. Da ist noch ein Kranker, okay. Oh, da ist ein Bogenschütze, alles klar. So, wir treffen nämlich jetzt quasi Fürst Goda an seiner Achillesferse. Sozusagen. Weil das ist die Schwachstelle von Fürst Goda, so wie es in der Cutscene gesagt wurde. Und genau, wir killen jetzt hier alle seine Leute. Und schauen mal, was es da bei der Cutscene gibt. Ja, hier war ja dieses Trollerloch. Genau. Ah, hier gibt's noch irgendwo einen, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer denn? Wo denn? Wo denn? Hä? Ah, hier. Ah, da! Da ist noch einer. Und? Ich bin gerade sehr konzentriert. Da ist direkt noch einer! So, kill den. Alter, wie nah die Gegner hier beieinander sind, ne? Und ich gehe direkt hoch. Ich gehe direkt hier hoch. Lass mich bitte da hoch. Halt dich fest. Gut. Weil wenn ich den Gegner da schon wieder sehe, ne? Den nächsten da. Da. So, dann. Und einmal noch den Kill von unten. So, zack. Boah, ja, wie gesagt, es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen schlechtes Gameplay war. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser komischen Spielmechanik geschuldet hier. Ich will es jetzt nicht komplett von mir wegschieben, aber es ist halt, ne? Da ist der nächste. Da sind noch viele Gegner drin gewesen, ne? Oh mein Gott! Ah! Okay. Okay, nee. Das war jetzt eigene Blödheit. Das sehe ich ein. Das war jetzt eigene Dummheit. Ach, Mann. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er sich so schnell umdreht. Normalerweise laufen die auch noch. Nee, normalerweise drehen die sich noch länger. Naja, das war eigene Blödheit, das gebe ich zu. Ah ja, okay. Okay, ja, alles klar. Wie gesagt, das war eigene Blödheit. Aber die anderen drei Sachen, da konnte ich doch wirklich jetzt mal nichts für, oder? Müsst ihr doch auch mal zugeben, oder? Das war doch Beschiss hoch 10. So, dafür kriegst du jetzt hier einen Schlag in den Hinterkopf. Genau. Und wir haben es geschafft, okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ja. Gibt es hier einen Endgegner? Keine Ahnung.
Please. We're dying anyway. Can't you let us live out the little time we have left? The cries of the weak are so pitiful, I cannot help laughing. Isn't it funny, Seydou? Is this how you attain your dream? Yes. I grow my dream on their rotting corpses. I'll water it with their blood. Who are you trying to fool, Kagami? Oh. I'm not trying to fool anyone. I'm happy. I rejoice in this carnage. Then why are there tears in your eyes? It's just sweat in my eyes. What are you doing? Let me go. Let me go. Oh, Playboy. You have your orders. Go now and burn the Azuma village to the ground. There is no going back. We have to do it this way. I owe it to all the ninja who believe in my dream. I owe it to all those who died following my orders. Und Ninja Profi. Naja gut, ich sag mal so, das geht sogar noch. Ich hätte wieder mit Ninja gerechnet, ganz ehrlich. Naja. Nee, wir haben also jetzt quasi mitbekommen, dass Ayame quasi die Szene mitbekommen hat, aber dass die sich nicht geküsst haben, Tatsumaru und Kagami, sondern die haben sich einfach nur umarmt. Und genau. Kagami hat geheult und Tatsumaru hat das mitbekommen, und aber sie verneint das alles. Und sie versucht, einen auf harte Frau zu machen. Ist ja klar, ne? Als Anführerin. Aber ich glaube, wir werden am Ende sowieso verlieren. Weil das ist die halt die Story, ne? Ja genau, schauen wir mal weiter, was jetzt noch abgeht. Tatsumaru! It is you! I knew you weren't dead! I just knew it! But what are you doing here? They're the enemy! And who's that woman? Oh, it is so good to see you! Do I know you? Ha! Very funny. You big jerk! No, I've never seen you before in my life. What do you mean? It's Ayame of the Azuma Ninja. Come on, Tatsumaru. Look, I don't know any Tatsumaru. I'm Seiru, Lord of the Burning Dawn. Goodbye. Wait, please, don't go. Die drei. Ja. Kennen wir ja. Lord Seiru, we'll deal with this little nuisance. Very well. So. Ah, Angriff auf das Ninja-Dorf. Das kennen wir doch noch, hä? Huh? Auf das Dorf der Azuma-Ninja, ja genau. Ja, wir haben jetzt hier die Bombe. Das ist sehr gut, ey. Ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt bekommen, weil in dem Level ist es jetzt das erste Mal so, dass es wirklich Ninjas gibt. Also Typen, wo man Items klauen kann. Aber ich würde sagen, damit mache ich morgen weiter. Wir haben halt eben gesehen, ne, die Cutscene, die wir schon gesehen haben mit Ayame, dass die sich halt wieder getroffen haben und Tatsumaru sich halt nicht erinnert. Und genau, wir greifen jetzt quasi das Ninja-Dorf an. Und wir müssen es nicht verteidigen, sondern angreifen, genau. Aber das würde ich sagen, machen wir erstmal morgen weiter. Ich werde das alles jetzt cutten, zusammenschneiden, Sound bearbeiten und so weiter. Und dann lade ich das hoch und dann mache ich morgen weiter, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann, ciao, ciao.